Test, Test. 1, 2. Was sich ganz stark ausbreitet, ist das Gefühl einer richtungslosen Bewegung. Das, was ich versuche, als rasenden Stillstand zu bezeichnen. Eigentlich da wäre, ist uns klar, aber wie sie gehen kann, diese radikale Wende, das werden wir in diesen Tagen gemeinsam diskutieren. Die Wachstumsspirale, in der wir uns befinden, die führt dazu, dass die Menschen immer weniger Zeit für sich haben, immer weniger Zeit für die anderen und für die sozialen Beziehungen. Und aktuell, die Debatte um die Arbeitszeitverlängerungen schlägt auch in diese Kerbe. Und dieser Konsum, dieser bedenkenlose Konsum, den wir ja antreiben, den wir als Unternehmen auch spüren auf unseren ganzen, in unserem ganzen Umfeld, der verursacht sehr viel. Der verursacht den Druck, immer mehr wachsen zu müssen, immer mehr Gewinn zu machen, immer besser zu sein, weil wir Angst haben müssen, dass uns die anderen überrumpeln. Und ich glaube, wenn wir uns rückbesinnen und agieren, wie wir als Menschen agieren würden und nicht wie uns vorgegeben wird, dann könnten wir auch anders handeln. The problem of distribution of wealth, which both of you touched upon, is just imagine that there is 3 people around the table, but only 2 beers, which is a huge problem. How should we divide the national wealth of 2 beers? And this is a philosophical problem, ethical problem, problem of etiquette, psychological problem, sociological problem, even theological, you know, you name it. Every field sort of would have something to say. It's an economical problem. If you allow only economists to solve the problem is easy. The richest one can have both of the beers. Also es gibt eine Vielfalt von verschiedenen Zeittypen. Es gibt natürlich auch massive Unterschiede in der Zeiterfahrung junger Leute und älterer Leute, die man heute so schick als Best Agers bezeichnet. Und ganz besonders gibt es Unterschiede in der Zeiterfahrung derer, die heute in einen sich wandelnden Arbeitsmarkt einsteigen und derer, die schon ein bisschen älter sind und das Privileg haben, in einem ganz normalen, nun auch 15, Vollzeiterwerbsjob zu sein. Man hat sich erstmal überlegt, das Wichtigste sind eigentlich die Kinder. Und das ist schon was Erstaunliches für Schule. Also wenn... Und wir sind 9 Jahre mit den Kindern täglich zusammen, 8 Stunden oder 9 Stunden. Wir müssen ja eigentlich wissen, wie die ticken. Aber Schule weiß das eigentlich ganz selten, wie die ticken. Und ein Kernpunkt war, dass man sich gesagt hat, wir wollen uns Zeit für Kinder nehmen. Nicht Zeit für Lehrpläne oder für Fächer oder für Schulbücher oder für das Kultusministerium oder so, sondern wir wollen uns Zeit für die Kinder nehmen. Und dann hat man versucht, diese Schule vom Konzept her und auch vom Gebäude her, um die Kinder rumzubauen. Also Aktionismus als Abwehr von Ohnmacht. Ja, das Paradox unserer Zeit lautet, wir haben uns einige Komplexität geleistet. Vieles ist auch Selbstverkomplizierung, die gar nicht notwendig wäre. Und haben zu wenig Zeit, mit dieser Komplexität umzugehen. Ja, das ist ein starkes Missverhältnis. Und auch das fördert Hektik, blinden Aktionismus. Nur wenn ich in der Lage bin, diese 3 Dinge, Zeit und Zuwendung, Aufmerksamkeit und Empathie einzubringen in allem, was ich tue, dann kann ein Prozess eingeleitet werden, der Veränderung, Wachstum, Entwicklung, Kooperation ermöglicht. Und ich sehe das vollkommen glasklar von mir, dass eine andere Qualität in der politischen Arbeit das nicht bewirken kann. Für mich hat sich die Akademie der Kinder deswegen schon bewährt, da wir die Erwachsenen etwas gestört haben. Wir haben da also unter dem Titel Spionage immer wieder hineingeschaut
Wörter gesammelt, damit wir wissen, welche Inhalte hier diskutiert werden, und Fotos gemacht. Die Kinder hatten mir dann beim Abendessen noch erzählt, dass sie sich unter der Kinderakademie ein bisschen was anderes vorgestellt hatten. Sie dachten, es wäre ein Riesensaal mit vielen Kindern, die in zwei Altersgruppen getrennt waren. So wie hier fanden sie das viel gemütlicher in dem Turm mit kleinem Garten und der gemütlichen Schwebeliege. Es ist Zeit fürs gute Leben und ganz im Sinne des aktuellen Slogans der Grünen, gemeinsam schaffen wir das.